Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen mit Carlos geredet. Wir sind jetzt kein Inquisitator, kein Mitglied der Inquisition mehr, sondern wir sind jetzt ja nichts mehr, sollen auf diese Insel rudern, deren Namen ich vergessen habe, zusammen mit Patty, ein paar Leuten, und uns dann den Piraten anschließen, sagen wir, wenn Arbeiter und bla bla bla. Auf jeden Fall darf niemand wissen, dass wir ein Spitzel der Inquisition sind, logischerweise, denn wir sind ein Spitzel der Inquisition. Und ich habe Treibgut gefunden am Strand. Hast du was gefunden? Aber sicher doch. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr. Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall alles Gute. Ich habe gerade schon gedacht, der hat uns nur alles Gute gewünscht und kein Gold gegeben. Mein lieber Scholli, habe ich ihn aber erstmal eine in die Fresse geboxt. Jetzt Kiste! Raus hier! Uiuiui, Jim oder Nuggets. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Alter Falter. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie unbewusst gemacht. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht machen. Und ich lasse es jetzt auch. Ich gucke mir mal das Schiff an. Das ist wohl das Schiff, mit dem wir fahren werden. Da rede ich mal hier mit... Wird Zeit, dass wir wegkommen. Boltzmann. Was willst du? Hat der ein cooles Tattoo. Auf nach Takarigua. Achso, was ist mit Patty? Ich glaube, wir gehen sprechen besser zuerst mit Patty, oder? Das könnte möglicherweise... Wie springt der so komisch? Alle hepp. Muss immer zuerst mal landen. Der kann gar nicht aus dem Sprung direkt weiterlaufen. Fußballer könnte auch keiner werden. So, wir laufen jetzt zu Patty, um der Bescheid zu sagen, wo es hingeht. Nämlich nach Takagiru, oder wie es heißt. Und... ja, dann kommt die mit. Weil ich wusste jetzt nicht, dass wir losfahren und Patty sich dabei ist. Wäre ein bisschen scheiße. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Ja, doch, ich müsste gern ein bisschen was... Ich wüsste ein bisschen etwas mehr über Kapitän Stahlbart. Immerhin habe ich seinen Schatz bei mir zu Hause stehen. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Und genau das werden wir auch tun, denn ja, ich habe hier diesen schönen DLC durch diese Stahlbart-Edition. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Die armen Schweine? Eine Schweinefarm an Bord oder was? So. Okay, das war's. Wir haben ja alles erledigt. Die hat nur gelabert. Wir haben alles erledigt. Ist die dumm. Okay. Patty. Wir reden später. Okay. Aber es war noch irgendeine Gesprächsoption mit der, deswegen wollte ich die jetzt noch machen. Spielstand wurde erstellt. Wunderbar. Ei, wunderbar. So. Dann können wir mal ein bisschen Parcours. Captain Morgan. Ja, steht so ein bisschen da. Müsste das Bein. Was war das denn gerade? Wie sagt jetzt geleckt? Er müsste das Bein irgendwo draufstellen, dann wäre es Captain Morgan. Aber so ein bisschen. Na, jetzt nicht. Aber eben als er auf dem Fass gestanden hat, hat es ein bisschen ausgesehen wie Captain Morgan. Also diese kennt der wahrscheinlich aus der Werbung für den Whisky. Auch ohne. Auf nach Takarigua. Das erzähl mal schön dem Captain. Schön. Auch ohne den Befehl des Captains wäre mir nie in den Sinn gekommen, hier an Land zu gehen. Jo, am Ende fahren die noch ohne uns ab. Da lasse ich mich lieber vom Kraken fressen, statt hier drauf zu warten, dass mich die Titanen zertrampeln. So weit kommt's noch. Die Black Betty ist zu schnell für das Mistvieh. Ja, ist okay.
Aber die Leute labern hier keinen so Müll wie in Gothic 3. Da, das war ein bisschen anders. In Gothic 3 damals haben sie nur Müll gelabert. So, das wird wohl der Captain sein. Und wer ist da oben? Watras oder Saturas, irgend so ein Wassermagier, oder? Ah ne, der hat irgendwie ausgesehen, als wäre aber hätte eine Robe an, eine blaue. Mit dem kann man gar nicht talken, oder? Ah doch. Heute ist klares Wetter. Das heißt, wir legen bald ab. Cool. Klares Wetter, klarer Rum. Alter, das ist ein Riesenteil. Wie willst du das steuern? Naja, reden wir jetzt mit dem Captain Sebastian. Das Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Auf geht das. Auf geht's. Anker lichten. Segel setzen. Steuermann, Kurs auf Takarigua. Ah, es erinnert so ein klein wenig an die Szene, wenn die Esmeralda aus Corinis rausfährt in Gothic 2. Okay, Corinis hat nicht gebrannt, so wie hier, aber naja, immerhin ein bisschen. Und damals durfte man sich die Crew noch selbst aussuchen und das war erst ganz zum Schluss vom Spiel und das hier ist am Anfang und man hat keine Crew. Egal. So, häufiges Speichern ist sinnvoll. Ja, das stimmt. Wo kommen wir denn hier an? Sieht ja aus wie Mallorca. Ah ne, jetzt schon nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, gespielt an der Gamescom. Diese Stelle. Ich glaube an diese Umgebung hier, da kann ich, glaube ich, dran erinnern. Das sieht doch schon viel besser aus. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennestes bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Ja. Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Ach, wieso lese ich das schon wieder vor? Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Na toll, das ist jetzt wie bei jedem Gothic-Teil. Man hat am Anfang gar nichts. Gothic 3 werden uns die Sachen geklaut. In Gothic 2 bleibt alles im Tempel zurück. So, was liegt denn hier drin? Ein Kopf? Wieso liegt da ein Kopf in der Schale? Uiuiui, da haben wir ganz schön viel. Ich habe noch Grog übrig, warum will ich das wissen? Ich habe noch Grog übrig. Ja, gönnen wir ja einfach eine Flasche. Hier, nimm eine Flasche. Gut. Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber egal. Wie mache ich mich? Warum soll ich jetzt fragen, wie mache ich mich? Es gibt gar keinen Sinn, da will ich jetzt aber die Antwort wissen. Wie mache ich mich? Ganz gut. Aber werd bloß nicht übermütig. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja, wir sind noch nicht mal losgegangen. Okay. Wie willst du herausfinden, wo Stahlbart seinen Schatz vergraben hat? Ich habe jahrelang auf Faranga hinter der Theke gestanden. Ich werde ihn einfach unter den Tisch saufen. Dann wird er es mir schon erzählen. Ja klar, das werden wir sehen. Da wird der Rum ausgepackt und dann geht's ab. Nicht verbrennen. Du hast nichts an, mein Freund. So. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Wo ist jetzt eigentlich der... Ah, du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen fliegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Jo, da können wir uns die Schlepperei sparen. So unrecht hat er da gar nicht. Zur Schwertküste. Ich wüsste jetzt mal gern, wo der Typ ist, der gefangen war. Noch auf der anderen Insel. Der ist ja auch hier mitgefahren, aber ich... Ja, bisher habe ich ihn nicht gesehen. Das hier ist er auch nicht. Mit dem will ich mal gerne noch eine Runde talken. Nö, okay. Also hier sind wir wieder in den Zimmern, die wir am Anfang waren. Gut, okay. Oder ist das da oben? Ist er das? Ist er das? Nee, das ist... ein Matrose. Ein ganz normaler, stinknormaler Matrose. Okay, dann gehen wir mal hier runter und ja, das ist der Anfang. Das ist das, was wir... Quatsch. Das ist das, was ich auf der Gamescom gespielt habe. Da war Patty auch dabei.
Also, nicht auf der Gamescom, aber im Spiel. So, wer bist du denn? Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Sacarico? Ich heiße Streicher. Ich suche Arbeit. Ja, das ist doch... Ja, ja, das sagen wir. Das klingt immer logisch, plausibel und Arbeiter suchen die eh immer. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Frag am besten mal Pedro. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Lass mich dir noch einen guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Ich denke auch. Blutwurzel. Mit der können wir bestimmt schöne Blutwurst machen. So, Charakterwerte steigen. Sind wir aufgestiegen oder was? Ich würde sagen, Gerissenheit. Das hat ja mal ein geiles Logo hier. Voodoo. Ne, Voodoo machen wir hier nix. Wo steht denn jetzt, wie viel wir aufsteigen können überhaupt? Ich wüsste jetzt mal gern, wie viel Punkte ich verteilen darf. Wahrscheinlich einen. Das klingt, ist am logischsten. Ich setze mal alles volle Pulle. Ach, ich lese erstmal alles vor. Basiswert. Das Attribut Klingen steigert den Grundwert der Talente Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen. Okay, Wurfwaffen auch. Viele Klingenfertigkeiten können erst ab einem gewissen Klingenwert erlernt werden. Basis Feuerwaffen, Basiswert. Das Attribut Feuerwaffen steigert den Grundwert der Talente Muskete, Schrotflinte und Pistole. Oh, es gibt sogar Shotguns, geil. Viele Feuerwaffenfertigkeiten können erst ab einem... Achso, das ist genau das gleiche wie bei Klingen. Härte. Das Attribut Härte steigert den Grundwert der Talente Klingen fest, kugelsicher und einschüchtern. Und dann nochmal das... Okay. Gerissenheit steigert Diebeskunst, schmutzige Tricks und Silberzunge. Und Voodoo steigert Totenkult, schwarze Magie und Ritual. Ich setze mal alles volle Suppe auf Klinge. Ach, für 1000 Ruhm. Leckfett. Da gucke ich zuerst mal hier. Talente. Da kann ich glaube ich noch gar nichts machen, oder? Das Talent Hiebwaffen erhöht den Schaden von Säbeln und Nahkampfangriffen von Musketen und Bajonett. Basiswert 5. Was heißt denn Basiswert 5? Wenn ich das mache, kriegt mein Offiziersschwert mehr. Das ist cool. Ich kann ja noch gar nichts machen. Dann muss ich wahrscheinlich zuerst hier erhöhen, zack, und dann kann ich hier was machen, oder? Ach nee, da wird automatisch dann mit erhöht. Ah, okay. Das heißt, mein Offiziersschwert macht jetzt mehr Schaden wie vorher. Und hier kann ich noch nichts lernen, oder? Nee, okay. Crew. Crew? Was für eine Crew? Sammlung. Okay. Kann ich sonst nichts mehr machen. Dann, ach komm, wir speichern mal gerade. Da stand eben, man soll oft speichern. Dann mache ich das ganz einfach mal. Let's Play 2. Jop. Okay. Sodele. Mit Pedro sollen wir reden. Erstmal einen Screenshot machen. Ich mache während dem Spiel immer Screenshots. Ich mache allgemein sowieso immer, wenn ich irgendein Spiel spiele. Bericht, Leutnant. Ich fürchte, ja, die Lieferung fällt diesmal etwas schmaler aus. Wir hören dem mal zu. Was soll das heißen? Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Weil die Männer die entlaufenen Sklaven verfolgt haben. Die bitte was? Dazu wollte ich gerade kommen. Rockford! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Die Fuego. Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Weggetreten!
Was für ein wunderschöner Tag. Oha. Was für ein Arsch. Ja, ne? Mein lieber Scholli, hier geht ja einiges schief. Kisten werden geklaut, Sklaven entfliehen, wir reden mit Pedro. 26, 27, 29, was? Gut, dass der nicht meine Mathe-Abi geschrieben hat. Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? An was soll die Händlergilde denn sonst denken, als an ihren Profit? Das ist immer die Händlergilde. Immerhin. Ich will mir etwas Gold verdienen. Das ist hier das Logischste. Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Super. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut, zurück zu den Kisten. Wo war ich? Sagen wir ihm jetzt 28 oder 29? 28 kennt er nicht, gibt es ja in seinem System nicht. Er hat ja eigenes System. Ich glaube, das bringe ich auch in meinem, sage ich auch meinem, dem Korrektor. Ich habe mein eigenes System, deswegen ist das hier falsch. In Mathe-Abi. Och komm, ich sag ihm 29, dann kommt er nicht durcheinander, dann ärgern wir ihn nicht. 29. Genau. 29. 30. 31. Und schon hat er aufgehört. Er hat auch so eine Riesenfeder. Haben die nur so Riesenfedern oder was? Okay. Meine Damen und Herren, das war's erstmal wieder mit Let's Play Risen 2. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.